Jesus liebt dich. Yes. Nee, ich brauch sie doch nicht. Ich glaube, geht so. Church, seid ihr motiviert? Mega motiviert. Okay, ich sehe schon, also hier vorne sitzt die Jugend. Also wir haben so, also für die, die es noch nicht wissen, ich bin der Domi und ich bin hier in der Jugendleitung. Erkennt man daran, ich bin noch relativ jung und deswegen habe ich nicht so viel Geld, um mir Hosen zu kaufen, die keine Löcher haben. Und in der Jugend haben wir so ein Saying, und zwar, wir sind mega motiviert. Also wenn ich euch frage, ob ihr motiviert seid, dann schreit ihr, mega motiviert. Okay, wir probieren das nochmal. Church, seid ihr motiviert? Mega motiviert! Nice! Okay, und ich habe gehört, wir haben auch ein paar Kids heute Morgen hier. Abend, Jugend, sorry. Okay, probieren wir mal, wie laut ihr sein könnt, okay? Kids, seid ihr motiviert? Boah, also. Also Kids, ihr müsst noch ein bisschen mehr Gas geben im Laufe des Gottesdienstes, aber es ist erstmal ein guter Anfang. Danke für deine alleinige Beteiligung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Zahnarzttermin bevorstehen habt. Wer von euch mag Zahnarztbesuche? Okay, also ein paar komische Leute sind heute da. Zum Glück ist der Großteil normal. Zahnarztbesuche sind doch echt was Blödes, oder? Also wenn Mama und Papa sagen, ich muss wieder zum Zahnarzt, dann denkt man sich doch, oh nee, schon wieder. Ganz ehrlich, ich war doch erst beim Zahnarzt vor einem halben Jahr. Meinen Zähnen geht's doch gut. Zahnarzt. Ugh. Wirklich. Und irgendwie, trotzdem muss man immer wieder gehen, oder? Immer wieder. Und dann hofft man, okay, hoffentlich habe ich kein Loch, hoffentlich muss er nicht bohren oder so. Und selbst wenn alles gut ist, dann muss ich da in diesem Stuhl sitzen und dann leuchtet er mir mit Absicht direkt in meine Augen rein und dann darf ich danach erstmal 2 Stunden nichts essen. Richtig nervig. Schon wieder Zahnarzt, oder? Kennt ihr das? Also ich kenne das richtig gut. Jetzt muss ich selber meine Zahnarztbesuche ausmachen und dadurch gehe ich seltener zum Zahnarzt, kann ich euch sagen. Ich mag Zahnarzt nicht. Und so gibt es doch so viele Sachen, die wir immer wieder machen müssen, oder? Wir müssen immer wieder so Dinge tun. Uns waschen, Zähne putzen. Also ich kann euch sagen, manchmal habe ich so Momente, wenn ich ganz spät nach Hause komme, dann gönne ich es mir richtig und gehe ohne Zähneputzen ins Bett. Ah, oh, so richtig schöne Momente. Shani schüttelt nur den Kopf. Ist wirklich so. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist doch auch mit Gott so, oder? Wir gehen jede Woche hier in die Church. Und immer wieder beten wir. Denkst du dir manchmal, boah, ey, schon wieder? Schon wieder am Sonntagmorgen früh aufstehen und hierher kommen und ich muss ganz still sitzen und darf nicht laut sein und darf nicht spielen. Zum Glück haben wir heute so einen coolen Parcours gehabt, wo ihr euch ein bisschen austoben konntet. Aber denkt euch das manchmal so, oh, schon wieder Bibel lesen? Ich habe das doch erst gestern gemacht. Ich habe doch erst heute Morgen gebetet. Ich habe doch erst letzte Woche mit Gott geredet. Kennst du das? Und dass du dann so denkst, muss jetzt nicht nochmal sein? Ich glaube, oder ich weiß, wir haben ganz viele Dinge, die wir jeden Tag brauchen. Wisst ihr da ein paar? Kids, seid ihr gefragt? Ich will nicht nur von Nora was hören. Sag mir mal ein paar Sachen, die wir jeden Tag brauchen. Zähne putzen. Was brauchen wir noch jeden Tag? Wasser, was trinken. Schlafen habe ich da hinten gehört. Ja? Aufstehen. Jessie hat es uns schon vorgemacht. Jeden Tag wieder aufstehen. Was müssen wir noch jeden Tag? Essen.
Also so viele Sachen, die wir jeden Tag brauchen, oder? Also ich meine, das sind Dinge, ohne die können wir gar nicht leben. Ich muss essen. Hey, sonst würdet ihr mich nicht aushalten. Wenn ich heute Morgen gekommen wäre und ich hätte seit einem Tag nichts gegessen, ich kann euch sagen, würdet ihr nicht gerne meine Predigt hören. Da würde ich mal ganz anders hier euch was sagen. Und trinken, sonst kriege ich voll die trockene Kehle und irgendwann kippe ich um. Ich muss schlafen, sonst schlafe ich hier auf der Bühne im Stehen ein. Und ich habe euch heute was mitgebracht. Und zwar, was ist das, Kids? Kids, komm schon, was ist das? Ein Luftballon? Falsch! Das ist ein Riesenluftballon. Das ist viel cooler, kann ich euch sagen. Und so ein Luftballon, also, ich weiß ja nicht, aber so sollte er eigentlich nicht in seiner vollen Pracht aussehen, oder? Also so sieht er ein bisschen kacke aus. So richtig schlapprig und klein und irgendwie kann ich auch nicht richtig was damit anfangen. Fußball spielen geht auch nicht so schön damit. Also irgendwie, so sollte der Luftballon nicht sein, oder? Aber zum Glück habe ich hier so ein cooles Utensil. Und was ein Luftballon braucht, wie der Name schon sagt, ist Luft, oder? Der Luftballon braucht Luft. Und so brauchen wir auch Essen. Wir brauchen jeden Tag was zum Trinken. Wir müssen jeden Tag schlafen. Wir müssen zur Schule gehen, damit wir was lernen. Wir müssen unsere Zähne putzen, damit wir nicht voll aus dem Mund stinken und unsere Zähne nicht gelb werden. Wir brauchen ganz viele Sachen jeden Tag. Und so braucht auch der Luftballon Luft. Schaut der nicht schön aus? Ein riesen Luftballon. Also die anderen Luftballons, die sehen ganz schön mickrig dagegen aus, gegen meinen coolen, super Riesenluftballon. Und so sollte der Luftballon doch aussehen, oder? So schön. Und wenn ich jetzt einen Knoten reinmachen würde, dann könnte ich damit spielen. Ich könnte Fußball spielen. Ich könnte einen Chassis gegen den Kopf hauen. Nee, sollte ich nicht machen. Aber so, also das, so sollte der Luftballon sein. Und dazu braucht er Luft. Und so deswegen, als so ein Bild, brauchen wir auch ganz viele Sachen. Und weißt du, was du noch brauchst? Außer den ganzen Sachen, die wir jetzt gerade eben gesagt haben. Essen, schlafen, trinken. Mama und Papa vielleicht, die dich durch den Parcours führen. Du brauchst Jesus. Wusstest du das? So wie dieser Luftballon Luft braucht, brauchst du Jesus. Und zwar ist es nicht so ein, ist ganz schön zu haben, so vielleicht wie ein iPhone 13 so. Das brauchst du nicht, ist ganz cool. Aber Luft braucht der Luftballon und ich brauche Jesus. Und du brauchst Jesus. Und wir denken uns, was ich schon gesagt habe, oft so, ach, schon wieder. Heute schon wieder. Aber ich will heute mit euch was einüben. Ich will euch heute einen Satz beibringen, der das Wichtigste ist, was du in deinem Leben lernen kannst. Bist du bereit? Das Wichtigste zu lernen für dein Leben? Weil Jesus ist nicht nur so am Sonntag wichtig. Jesus brauchst du nicht nur einmal die Woche. Jesus brauchst du nicht nur an Weihnachten, damit man Geschenke bekommt, oder an Ostern, dass du Schokolade sammeln kannst. Jesus brauchst du jeden Tag. Und deswegen lernen wir heute den Satz, jeder Tag, dabei schlagen wir auf unsere Uhr, jeder Tag ist Jesus-Tag. Okay, sag's mal mit mir zusammen. Jeder Tag ist Jesus-Tag. Okay, mal die Seite. Jeder Tag ist Jesus-Tag. Leute, ihr könnt es lauter. Jeder Tag ist Jesus-Tag. Das ist so wichtig. Jeder Tag ist für mich ein Jesus-Tag, weil ich jeden Tag Luft brauche. Wenn ich meine Woche ohne Jesus verbringe, da geht ganz schön was raus. Da werde ich kleiner, bin ich weniger gefüllt.
wenn ich meine ganze Zeit lang nicht in meiner Bibel lese, boah, da sieht es ganz schön klein aus. Da geht ganz schön was raus. Und irgendwann bin ich wieder so schlapprig und klein und irgendwie traurig. Jesus brauche ich, weil er macht mich glücklich. Er erfüllt mich mit allem, was ich brauche. Und dann kann ich wieder, wenn ich merke, boah, ich war richtig lang nicht mehr mit Jesus unterwegs. Ich war richtig lang nicht mehr in der Kirche oder habe richtig lang nicht mehr gebetet. Ich kann einfach zu Jesus gehen und ich kann mit ihm reden und ich kann über ihn lesen, was er alles gemacht hat für mich, was er für coole Sachen über mich sagt. Er sagt zum Beispiel über dich, dass er dich liebt und dass du wertvoll bist und dass er einen Plan für dein Leben hat. Und wenn ich dann wieder in die Kirche gehe und Zeit mit anderen Leuten verbringe, die Jesus lieben, dann kommt wieder richtig viel Luft in mich rein. Dann kommt wieder richtig viel in mich und ich bin gefüllt. Und das ist doch so viel schöner, als so klein und traurig zu sein. Jeder Tag ist ein Jesus-Tag. Und ich habe da einen Bibelvers gefunden, den ich euch vorlesen will. Diese Bibel, für die, die es nicht kennen, ist so ein cooles Buch. Da stehen Sachen drin, die für dein Leben wichtig sind, weil Gott da zu dir spricht. Wusstest du, dass Gott zu dir spricht? Wusstest du, dass Gott nicht tot ist oder irgendwo im Himmel und erst wenn du stirbst, kannst du mit ihm reden oder so? Nein, Gott redet mit dir, zum Beispiel durch die Bibel. So cool. Und an einer Stelle in der Bibel steht, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Wer will glücklich sein? Mal ganz ehrlich, Leute. Also ich will glücklich sein. Und wenn ich Tag und Nacht über Gott nachdenke, dann werde ich glücklich. Tag und Nacht, nicht Sonntag für Sonntag, nicht Weihnachten für Weihnachten, nicht ab und zu, Tag und Nacht, das ist die ganze Zeit. Die ganze Zeit über Jesus nachdenken, die ganze Zeit mit Jesus reden, über ihn was lesen, zu ihm singen, vorhin haben wir schon gesungen und später dürft ihr noch richtig abgehen, wenn wir noch weitere Lieder für Jesus singen. Und dann, wenn wir das machen, werden wir glücklich, dann werden wir ausgefüllt, wenn du traurig bist, wenn es dir schlecht geht, boah, Jesus hat sowas für dich. Jesus will dich voll machen. Es ist so gut. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ehrlich gesagt, Domi, ich brauche Jesus gar nicht so sehr. Vor allem nicht so oft. Mir reicht es, wenn ich hier in der Kinderstunde mal was von Jesus höre und dann da mein kurzes Gebet spreche. Das reicht mir. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Dazu lege ich mal meinen Luftballon weg. Tschüss. Und zwar von Jesus selber. Jesus ist ja Gott. Und er kam auf die Erde und er hat so richtig viele crazy Sachen gemacht. Also, wenn du mal richtig crazy Zeug lesen willst, dann nimm mal deine Kinderbibel oder deine richtige Bibel für die älteren Kinder und lies mal so nach in Johannes-Evangelium und Matthäus-Evangelium. Da gibt es so Bücher im Neuen Testament, da steht richtig viel crazy Zeug drin. Und Leute geheilt und irgendwie übers Wasser gelaufen und so. Und bevor er das alles gemacht hat, da ist er 40 Tage in eine Wüste gegangen und hat nichts gegessen und hat mit Gott Zeit verbracht. Boah, 40 Tage nichts essen. Also ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich einen Tag nichts esse, dann willst du nicht in meiner Nähe sein. 40 Tage! Und er hat so viel Zeit mit Gott verbracht, weil Jesus wusste, er braucht Gott. Sonst ist er nicht voll. Er braucht Gott, obwohl er selber Gott ist, braucht er Beziehung zu
Gott im Himmel zu diesem Vater, der ihn liebt. Und dann nach diesen 40 Tagen, also ich stelle mir das so vor, nach 40 Tagen nur Zeit mit Gott, nichts anderes, kein Handy, kein Fernseher, keine Freunde, die mich ablenken. Boah, da ist man ganz schön voll, oder? Also da kann man rumlaufen und kann so Gott überall verteilen und hat Liebe für sein ganzes Leben lang. Und dann macht Jesus einen Tag lang Wunder. Nach einem Tag steht drin, geht er schon wieder ganz früh am Morgen, wo noch keiner wach ist, und betet mit Gott. 40 Tage war er mit Gott in Verbindung und dann nach nur einem Tag was machen, nur noch einem Tag arbeiten, braucht er schon wieder Gott, ist schon wieder was leer. Und wenn das bei Jesus so ist, dann brauchen wir das doch auch. Wenn Jesus jeden Tag Gott braucht, um voll zu sein, dann brauche ich das so viel mehr, dann brauchst du das so viel mehr. Jeder Tag ist Jesus-Tag, das brauchen wir. Aber wir brauchen das nicht nur. Also du kannst jetzt vielleicht denken, okay, ich brauche das, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Oder? Also wie mit dem Zahnarzt, das brauche ich, sonst fallen mir die Zähne aus. Aber ich habe keinen Bock drauf. Wer von euch hat einen besten Freund? Okay. Wann hast du zuletzt was mit deinem besten Freund gemacht? Weißt du nicht. Wer will mir sagen, wann hat er zuletzt was mit deinem besten Freund gemacht? Ja? Gestern, ja. Die Antwort wollte ich hören. Also gestern. Und wann machst du das nächste Mal was mit ihm? Schon was ausgemacht? Ja, vielleicht morgen. Also hier, der Louis, gestern schon was mit deinem besten Freund gemacht und morgen will er gleich schon wieder. Und Jesus sagt, er will dein bester Freund sein. Und dann ist das nicht so, dass du dich dahin zwingen musst und irgendwie so, oh, Jesus. Sondern Jesus ist so ein cooler Typ, der hat so coole Eigenschaften, der ist so ein guter Freund, dass ich nicht sagen muss, oh, schon wieder, sondern sagen kann, morgen schon wieder Jesus, morgen. Morgen? Gleich heute. Ich habe ihn zwar vorne erst gesehen, aber gleich heute mache ich wieder was mit ihm, weil ich Jesus so sehr liebe. Und Jesus denkt das Gleiche über dich frei. Sobald du mal weg bist von Jesus, denkt er sich, boah, hoffentlich kommt der Jonah gleich wieder, weil ich ihn so sehr lieb habe. Hoffentlich kommt der Domi gleich wieder. Er ist mein bester Freund und ich will Zeit mit ihm verbringen. So ist Jesus. Du brauchst ihn nicht nur, ich brauche ihn nicht nur, ich will ihn, weil er der beste Freund ist, den ich mir vorstellen kann. Ich habe nochmal einen coolen Vers aus der Bibel für euch mit dabei. Und zwar steht in einem anderen Psalm in der Bibel, schenke uns deine Liebe jeden Morgen neu. Dann können wir singen und alles kaputt machen. Nein, dann können wir singen und uns freuen, solange wir leben. Also der das geschrieben hat, sagt, Gott, ich brauche deine Liebe jeden Morgen, damit ich glücklich bin, damit ich lachen kann, damit ich tanzen kann, damit ich singen kann für ihn. So ist Gott. Wenn wir jeden Tag mit ihm Zeit verbringen, dann wollen wir tanzen und jubeln und uns freuen. Jetzt ist noch die Frage, okay, ich habe jetzt schon richtig Bock auf Jesus, aber wie kann ich jetzt eigentlich Zeit mit Jesus verbringen? Was kann ich eigentlich machen, damit mein Luftballon wieder voll wird? Und da gibt es echt coole Sachen. Du kannst zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, in der Bibel lesen. Entweder du bist schon so groß, dass du eine ganz normale lesen möchtest. Oder eine Kinderbibel, wo echt coole Geschichten drinstehen. Oder du kannst hier in die Kirche kommen. Du kannst mit Jesus reden. Du kannst ihm einfach mal Danke sagen für das, was du hast. Du kannst ihm auch einfach mal sagen, warum du traurig bist. Oder warum es dir schlecht geht. Du kannst dir sagen, was du dir wünschst. Einfach mit ihm reden. Was ich am liebsten mache mit Jesus, ist einfach mit Jesus spazieren gehen. Ich fühle mich dann wie so Adam, wenn er mit Gott im Garten Eden spazieren geht. Und ich rede einfach mit Jesus und
Er redet mit mir. Er sagt mir was. Er sagt mir, dass er mich liebt. Das ist so cool. Also fang an, jeden Tag Zeit mit Jesus zu verbringen. Weil jeder Tag ist ein Jesus-Tag. Und jetzt dürft ihr mal alle aufstehen. Und ich weiß, ihr habt richtig Lust auf Jesus. Und wenn es so ist, dass du richtig Lust hast auf Jesus, dann wollen wir jetzt zusammen beten. Beten ist reden mit Gott. Also gleich mal anfangen, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ich bete was vor, was ganz Kurzes. Und wenn du das möchtest, wenn du jetzt sagst, Jesus, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, ich möchte mehr von dir, dann darfst du es einfach laut mit deinem ganzen Herzen mitsagen, okay? Jesus, ich brauche dich, ich will dich, füll mich jeder Tag. Ist dein Tag. Amen.